Ja, hallöchen, ich bin Leo, euer Radio-Teddy-Reporter. Wir sind wieder auf den Spuren der Energiewende unterwegs. Solarzellen, Wasserstoff, Windenergie, denn ganz Deutschland soll grünen Strom bekommen. Und wir unterhalten uns deswegen mit den Leuten, die tatsächlich daran arbeiten. Ich weiß, in diesem Labor wird irgendetwas mit Licht gemacht, da hört es auch schon auf. Und um mir mehr zu erklären, werde ich mich jetzt mit den beiden Leuten unterhalten, die mich offensichtlich schon entdeckt haben. Ja, hallöchen. Und da sind wir schon. Ja, nochmal, hallöchen. Ich bin Leo, wer bist du? Hallo, ich bin Hannes. Und was machst du hier? Ich forsche an neuen Materialien, die für Solarzellen eingesetzt werden. Und zum Untersuchen dieser Materialien benutzen wir Licht, besonders Laserstrahlung. Und hier stehen wir vor einem dieser Laser. Ich habe schon gesehen, das ist ja ein unfassbarer Aufbau hier, die ganzen Linsen, die sich über Quadratkilometer geführt erstrecken. Ich bin sehr gespannt, was ihr damit anstellt. Erstmal, mit wem habe ich hier das Vergnügen? Mit Markus, und ich forsche an solaren Brennstoffen, so ähnlich wie Hannes, aber die Materialien, die werden jetzt Benzin herstellen und nicht Strom. Du möchtest also sagen, dass wir am Ende dann quasi mit Licht Autos, Traktoren, Flugzeuge betanken sollen? Genau, das ist das Ziel. Ich werde mit jeder Minute neugieriger. Ich habe aber auch das Gefühl, wir brauchen so ein paar Erklärungsschritte dafür, um zu verstehen, was ihr hier tut. Habt ihr was vorbereitet für uns? Auf jeden Fall, wir haben was vorbereitet. Ein paar grundlegende Experimente. Nimm mich mal mit, ich bin hinten dran. Auf geht's. Ich sehe schon, du hast ein bisschen was vorbereitet, so verschiedene Gläschen. Was genau schauen wir uns hier jetzt an? Ja, wir schauen uns an, wie Licht wechselwirkt mit den verschiedenen Stoffen. Oh, gut, dann leg los. Ich bin gespannt. Ich habe hier einen blauen Stift, der ist blau, weil eben das blaue Licht zu unserem Auge reflektiert wird, während das grüne und gelbe Licht absorbiert wird. Und dazu noch diesen glasigen Strohhalm. Und dieser Glasstrohhalm ist an sich transparent. Das heißt, er absorbiert kein Licht und trotzdem können wir ihn sehen. Und wir werden verstehen, warum das so ist. Zunächst tun wir den Strohhalm und den Stift in ein leeres Becherglas. Und wie wir sehen, es verändert sich nichts. Es ist ja auch kein Stoff drin. Ich wollte gerade sagen, der Stift und auch der Glasstrohhalm sind immer noch da. Richtig. Das liegt daran, dass es einen Unterschied gibt in der Geschwindigkeit, mit der das Licht durch die Luft und durch das Glas sich bewegt. Ganz ähnlich, wie wenn wir am Strand laufen oder durch Wasser schwimmen. Denn wir schwimmen natürlich nicht so schnell, wie wir laufen. Und das führt für das Licht zu einer Änderung und damit zu einer Reflexion. Also ein Teil des Lichts wird zurückgeworfen. Ach so, das heißt, wir können diesen durchsichtigen Glasstrohhalm im Moment nur sehen, obwohl er keine Farbe hat, weil das Licht so ein Stück langsamer wird, wenn es dadurch sich bewegt. Ganz genau. Okay, okay. Und wofür ist jetzt das nächste Gläschen da? In dem ist einfach nur Wasser. Und im Wasser bewegt sich das Licht auch etwas langsamer als in der Luft. Auch deshalb gibt es eine Reflexion. Man sieht es schon bei einer spiegelnden Wasseroberfläche zum Beispiel. Allerdings bewegt sich das Licht im Glasstrohhalm noch langsamer. Und deswegen sehen wir ihn noch immer. Er ist ein bisschen schwächer geworden, aber man sieht ihn immer noch. Man sieht ihn immer noch. Eine Möglichkeit, dass man ihn jetzt noch weniger sieht, wäre, wir fügen etwas Farbe hinzu. Jetzt wird man natürlich den blauen Stift schon sehr viel weniger sehen, weil er dieselbe Farbe hat und weil viel Licht absorbiert wird. Und den Strohhalm, ja, man kann ihn noch sehen, aber schon viel weniger. Stimmt schon, ist aber jetzt auch schon ein bisschen geschummelt. Wir haben die jetzt einfach versteckt mit Farbe. Wir haben sie einfach versteckt. Ja, man kann sagen, es ist geschummelt. Deswegen verstecken wir sie jetzt in einem Glas Öl. Ja, guck mal einer an. Es ist witzig, es ist einfach komplett weg. Man sieht den Glasstrohhalm oben noch reinkommen und sobald er das Öl berührt, ist er quasi weg. Richtig. Ihr könntet ja vielleicht glauben, dass es nur deswegen verschwindet, weil das Öl gelb ist. Und dafür habe ich noch eine durchsichtige Flüssigkeit mitgebracht. Das ist das sogenannte Glycerin. Und dann Trommelwirbel, leg los. Und siehe da, weg ist er. Weg ist er. So einfach geht das. Spannend. Und das liegt jetzt daran, dass das Licht, das da durchgeht, genauso langsam im Glas wie im Glycerin ist. Deswegen gibt es keine Veränderungen und deswegen können wir ihn nicht sehen. Ganz genau. Witzig. Okay, und warum hast du mir das jetzt gezeigt? Das ist auch wichtig für Solarzellen, an denen wir arbeiten. Denn für eine Solarzelle ist es natürlich wichtig, dass das Licht absorbiert wird und nicht etwa an der Oberfläche reflektiert. Denn nur wenn das Licht absorbiert wird, können wir es nutzen und daraus Strom und später auch Brennstoffe erzeugen. Soweit so klar. Ich bin noch nicht ganz an dem Punkt angekommen, wo man jetzt mit Licht sein Auto betreibt. Hast du noch was für mich? Ja, das war ja nur ein Beispielexperiment und jetzt zeigen wir euch das Experiment, mit dem wir wirklich Forschung machen. Ja, jetzt geht's an die richtige Wissenschaft. Okay, auf geht's. Dazu habe ich meinen Kollegen Hannes zur Hilfe geholt. Ja, hallo Hannes. Was hast du denn jetzt für uns vorbereitet? Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Experiment, was ich euch zeigen will, mit dem wir unsere Materialien untersuchen, aus denen wir dann Solarzellen zum Beispiel machen wollen. Na, also erstmal müssen wir Brillen aufsetzen.
weil jetzt geht es nämlich an den richtig großen Laser, den ihr da schon auf dem Tisch gesehen habt. Und das Fiese bei dem Laser ist, der hat ungefähr so viel Leistung wie ein kleines Atomkraftwerk. Ja klar, sicher. Aber nur auf einer ganz kurzen Zeit und er ist unsichtbar. Deswegen brauchen wir die Brillen, weil wir nicht wissen, wann wir reingucken würden. Ne? Genau, genau. Und diesen Laserstrahl nehmen wir. Wir teilen ihn auf in unterschiedliche Strahlen. Ja, das heißt, das Aufteilen, dafür sind die ganzen Spiegel und Linsen gut, die man da drüben sieht. Genau, genau. Die sind für die Aufteilung da und um das Licht dahin zu lenken, wo man es hinhaben will. Genau. Und hier wird das Licht dann in blaues Licht umgewandelt. Und das geht dann hier in unseren Aufbau rein. Und an dieser Stelle hier drin, da ist unsere Probe, unser Material, das wir untersuchen wollen, um rauszufinden, ob das jetzt sich eignet für eine Solarzelle oder um Wasser zu spalten. Okay, also in diesem orangen Kasten ist jetzt tatsächlich euer wissenschaftliches Experiment. Es gibt ein Material, das untersucht ihr, indem ihr Licht drauf werft. Genau, genau, so machen wir das. Okay, dann schnappt ihr mal die Probe, dann können wir loslegen. Gut. Er hat jetzt irgendwie auch eine Turbine angeschmissen. Der Experimentaufbau läuft offensichtlich. Was passiert da jetzt genau? Jetzt messen wir, dass Licht eine Welle ist. Also, wir haben jetzt die Messung angeschmissen und wir messen jetzt gerade die Intensität des Lichts, die Amplitude über die Zeit. Ja? Und wir sehen jetzt, das Lichtintensität geht runter, geht hoch, geht runter, geht hoch, geht runter, geht hoch. Wie so eine Wasserwelle, die auch hoch und runter geht. Tatsächlich, so eine kleine grüne Linie, die jetzt hier auf unserem Bildschirm zuckt und immer hoch, runter, am Anfang war es ganz heftig und jetzt sind so viele kleine Wellen. Genau, das ist praktisch ein Lichtpuls. Am Anfang ist noch nichts da, dann kommt die große Welle praktisch und dann zuppelt das noch so ein bisschen hinterher. Irgendwann hört es dann auf. Und das ist sozusagen der Beweis dafür, Licht ist eine Welle. Genau, das ist, wo man sieht, Licht ist eine Welle. Ja. Spannend. Und das ist das Einzige, wofür dieser Experimentieraufbau da drüben gut ist? Oder hat er noch eine Funktion? Der hat noch eine Funktion, weil mit dieser Welle untersuchen wir jetzt Ladungsträger. Ladungsträger, das Wort habe ich jetzt noch nicht gehört. Was ist ein Ladungsträger? Ladungsträger ist praktisch Strom. Strom besteht aus Ladungsträger und es ist ein Elektron zum Beispiel. Okay, dann leg los. Genau, also das steht jetzt mal für unser neues Material. Die sind in Möglichkeit viel, viel dünner. Aber man scheint von einer Sonne Licht auf das Material und das erzeugt einen Ladungsträger. Also dieser rote Punkt hier ist jetzt unser Ladungsträger. Und dieser Ladungsträger, damit es ein gutes Material ist für eine Solarzelle, muss der möglichst schnell auf die andere Seite kommen, um dort als Strom gesammelt zu werden. Und jetzt kommt unsere Welle zum Einsatz, unsere Lichtwelle. Ja? Also wir haben einen Lichtpuls, der erzeugt uns diesen Ladungsträger. Und der zweite Lichtpuls, der interagiert mit ihm. Das heißt, jetzt kommt unsere Welle und unsere Welle bewegt diesen Ladungsträger auf und ab, hoch und runter. Und je mehr er sich bewegt, umso mobiler ist er. Und das ist eine Eigenschaft, die gute Materialien ausmachen für Solarzellen. Und wenn man euch zwei jetzt für die nächsten 50 Jahre weiterarbeiten lässt, was ist dann euer Beitrag zur Energiewende letztendlich? Also ich hoffe, ich finde irgendwann ein Material, was viel besser ist als die Materialien, die es jetzt gibt. Zum Beispiel momentan wird Silizium benutzt, aber wir suchen Materialien, die um ein Hundertfaches dünner sind und damit ressourcenschonend geringere Temperaturen bei der Herstellung haben, die einfacher und günstiger herstellbar sind. Wie sieht es bei dir aus? Ja, ich verfolge ein ähnliches Ziel, aber das Besondere ist eben, dass wir uns um die Speicherung kümmern wollen, dass wir direkt Wasserstoff herstellen und andere Brennstoffe, sodass wir auch dann, wenn die Sonne nicht scheint, Energie haben. Vielen, vielen Dank, dass ich mir das alles anschauen durfte. Ich werde mich jetzt wieder auf die Socken machen und trauere ein wenig, dass ich die coole Brille hier lassen muss.